Wir sind schon wieder zurück und ja, weiter geht's bei Black Mirror. Jetzt schauen wir uns mal den Jahrmarkt an. Da bin ich mal gespannt. Hier ist sogar einer. Gasflaschen. Moment mal, dann hätten wir in der Nahansicht bleiben können. Gasflaschen. Eine rote und eine blaue. Vermutlich, um den Grill zu betreiben. Darauf wetten würde ich aber nicht. Tom. Ein Chili-Stand. Ja. Genau. Etwas schäbig. Und es sieht nicht so aus, als wäre viel los. Da ist der Tom. Guten Tag. Ach du Scheiße. Was wollen Sie, normal oder extra? Was? Normales Chili oder extra scharfes Chili? Weiß ich noch nicht so genau. Fürs Herumstehen wird niemand bezahlt. All die anderen Leute werden sich schon etwas gedulden können. Nicht auf den Mund gefallen, gefällt mir. Was willst du? Wie nett ich doch bin. Und warum müssen wir hier so viel mit dem reden? Oh. Was können Sie mir über Willow Creek erzählen? Keine Ahnung. Bin hier geboren und werde hier sterben, schätze ich. Ah ja. Aha. Klingt nicht so, als wäre hier viel los. Ist es auch nicht. Vor 10, 12 Jahren ging es hier kurze Zeit hoch her. Da konnte man Kohle mit den Touristen verdienen. Alle dachten, dass es aufwärts geht. Aber das war nicht so. Eine Menge Leute haben viel Geld verloren, weil sie investiert haben. Und dann nach und nach die Besucher wegblieben. Der alte Mary mit seinem Hotel zum Beispiel. Der steht sogar noch halbwegs gut da. Hat überall seine Finger im Spiel und nimmt sich seinen Teil. Andere hat's schlimmer erwischt. Sind pleite gegangen. 2, 3 haben sich aufgehängt. Okay. Was können Sie mir zu Miss Valley sagen? Ist eine Verrückte, war mal in der Klapse und da gehört sie auch wieder rein, sage ich. Was ist mit ihr? Ist nicht damit klargekommen, was mit ihrem Bruder passiert ist. Nun kommen Sie schon. Raus mit der Sprache. Vor 12 Jahren. Die Mordserie. Der Mord, der landesweit am meisten für Aufsehen sorgte, war der Mord am kleinen Vic Valley. Ein kleiner Junge, der von Samuel Gordon beim Steinkreis im Wald abgeschlachtet wurde. Und zwar auf unappetitliche Weise. Das ist ja furchtbar. Und Miss Valley ist die Schwester. Sie hat ihn am nächsten Tag entdeckt. Hat ihren ganz schönen Knacks verpasst. Hat aufgehört zu essen. Und hat mit niemandem mehr gesprochen. Als sie Rattengift geschluckt hatte, hat man sie eingewiesen. Mann, oh Mann. Und trotz allem ist sie zurückgekommen und lebt jetzt ausgerechnet in Willow Creek? Er tauchte nach ein paar Jahren wieder auf. Die Ärzte meinten wohl, es ginge ihr besser. Aber einmal Dachschaden, immer Dachschaden, sage ich. Was können Sie mir über das Museum sagen? Noch so eine tolle Idee aus dem Rathaus. Wer will den Schrott da drin schon sehen? Alles Scheiße. Naja, die Chronik der Gordons ist schon beeindruckend. Was soll an einem verdammten Buch schon beeindruckend sein? Bringt es mehr Leute ins Dorf? Nee. Und Bobby? Diese beschissene Mrs. Puft aus dem Rathaus hat ihm den Job besorgt. Ein unerträglicher Gutmensch. Mischt sich ständig ein und wiegelt Bobby gegen mich auf. Er scheint seinen Job sehr ernst zu nehmen. Blödsinn, ich kenne mich aus. Wenn jemand in das Museum einbrechen wollte, wäre Bobby kein Hindernis. Zum Glück haben sie dem Idioten nicht einmal eine Waffe gegeben. Ja, also... ich lasse das einfach mal so unkommentiert stehen. Bobby im Museum hat mir erzählt, dass Sie sein Bruder sind. Er machte einen netten Eindruck. Wenn Sie nur ein paar Stunden ertragen müssen, vielleicht. Aber ich muss mich Tag aus Tag ein mit dem bescheuerten Idioten herumschlagen. Der bekommt nichts auf die Reihe. Aber alle Welt kümmert sich um ihn. Weil er es doch so schwer hat. Neidisch? Neidisch? Auf den Idioten? Wohnt er bei Ihnen? Seit unsere Eltern tot sind, habe ich ihn an der Backe. Man sollte ihn in ein Heim stecken, wo noch mehr solche Spacken eingecheckt haben. Aber wer soll das bezahlen? Schön zu hören, wie Ihre Familie zusammenhält. Wer sind Sie? Was geht dich das an? Also jetzt... Mein Name ist Darren. Ich studiere englische Literatur und möchte etwas über Land und Leute erfahren. Kommt Ihnen das bekannt vor? Sollte es? Eine Kommilitonin von mir müsste neulich hier gewesen sein. Keine Ahnung. Sie wäre Ihnen aufgefallen. Groß, hübsch. Habe ich nicht gesehen.
Und ich stelle mir ja fast den ganzen Tag die Beine in den Bauch. Mein Name ist Tom. Auch nicht schlecht. Die unterhalten sich gerade schon bestimmt 5 Minuten und dann, ja, hör mal, wer bist du eigentlich? Und erst sieht's da, dann duzt da. Also, auch sehr komisch. Ich hätte gern eine Portion Chili. Jetzt doch. Normal oder scharf? Normal. Wenn ich richtig sehe, haben sie sowieso nur einen Topf. Also scharf. Boah, hört sich das an. Und wie zahlt der Mann? Boah, ist ekelhaft. Lecker die Chili. Ja, und wie zahlt der? Stimmt so. Oh, der große Lord ist wohltätig zum niederen Volk. Okay. Wissen Sie etwas von einer schwarzen Kugel? Wurde vor etwa 4 Wochen aus dem Museum gestohlen. Hab davon gehört. Interessiert mich aber nicht. Okay. Nicht gerade viel los hier, hä? Wem sagst du das? Menschenmengen von überall her. Jede Menge hungrige Kunden, haben sie gesagt. Dabei ist es jedes Jahr schlechter geworden. Ist Willow Creek nicht auch zu klein für einen Jahrmarkt? Das haben sich die ganzen extra Schlauen im Rathaus überlegt. Haben wohl gedacht, die Leute aus der ganzen Region kommen hierher. Früher funktionierte das ja auch. Da wollten sich alle das Mörderdorf mal ansehen. Aber heute, Fehlanzeige, ein einziges Verlustgeschäft. Die Leute lassen sich mit ein paar Karussells und Buden eben nicht anlocken. Und wer muss die Zeche für diese großartige Idee zahlen? Ich! Ich meine, das finde ich auch ein bisschen schade. Man hätte ja wenigstens 1, 2 Leute hier mal hinzeichnen können. Hier ist ja gar nichts los. Das Riesenrad dreht sich da hinten die ganze Zeit und es ist keiner drauf. Gehört Ihnen der Pub? Woher wissen Sie das? Ach. Miss Valley meinte sowas. Mit der Tussi sollten Sie sich nicht einlassen. Die hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Wann öffnet der Pub? Heute Abend, nachdem ich den Stand dicht gemacht habe. Die Arschlöcher im Rathaus zwingen mich, ihn mindestens von 11 bis 17 Uhr offen zu halten. Dabei habe ich noch so gut wie nichts verkauft. Ey, wenn's nach mir ginge, hätte ich das Ding hier schon längst in den Kanal geschoben. Oder dem Bürgermeister in den Arsch. Hm. Ich muss weiter. Wie nett der Tom doch ist. Was gibt es denn sonst noch hier? Chili-Speisekarte und Chili-Stand. Ein Chili-Stand. Etwas schäbig. Und es sieht nicht so aus, als wäre viel los. Nein. Es scheint ein paar Sorten Chili zu geben. Allerdings sehe ich nur einen Topf. Chili, Chili Hot, Chili Super Hot, guatemaltekisches Höllenchili. Ich schätze, hier gibt es Chili. Hm. Deswegen steht da ja auch Texas Chili. Meine Güte. Haut aber sein Wissen hier heute wieder raus. Okay, hier geht's nicht weiter. Jahrmarkt. Volksfest, nur ohne Volk. Es sind kaum 1 Dutzend Leute zu sehen. Und mindestens 2 Stände und die Schiffsschaukel haben schon dicht gemacht. Lohnt sich wohl einfach nicht. Tja. Dann, ja. Willow Creek. Achso, warte, ich habe ja das Chili für hier unseren... Unseren schweren Nöter Bobby. Vielleicht kommen wir dann da auch ein bisschen weiter. Guten Morgen, guten Abend. Da. Ich hab dir etwas Chili besorgt. Ich hoffe, das magst du. Oh ja. Aber ich hab kein Geld. Kein Problem. Ich schenk's dir. Danke, Darren. Aber dann schenk ich dir auch was. Den Seifenspender. Ja. Bitten? Nee, doch nicht. Was ist das denn? Danke. Mahlzeit. Wo will er hin? 5 Minuten später. Oh oh. Scheiße. Oh! Ihm ist, glaube ich, ein bisschen warm geworden. Wunderkerze. Eine ganz normale Wunderkerze. Für Bobby war sie bestimmt wertvoller, als sie für mich ist. Scheiße, ich hätte das Schlafmittel da drunter mischen sollen. Ah, Kacke! Hallo, Bobby. Hi, Darren. Und? Bist du jetzt satt?
Ja, war lecker. Ganz schön scharf. Und? Hast du immer noch keine Lust, ein paar Seifenblasen zu machen? Doch, hätte ich schon. Aber ich hab kein Seifenwasser mehr. Soll ich dir welches besorgen? Okay. Ich geh dann mal. Bis bald. Aber mir fehlt Spüle. Ich meine, Wasser kann ich mir ja draußen holen, aber mir fehlt Seife, halt Seifenlaugen. Mal gucken, ob ich noch einen Chili-Teller kriege, um dann eventuell ihn doch ein wenig schlafen zu schicken. Ich will ihn gerade nicht stören. Okay, es gibt keine zweite Portion Chili. Shit! Der Eimer ist mit Kanalwasser gefüllt. Ja, das. Im Eimer macht es eigentlich einen recht sauberen Eindruck. Komm, wir mischen das doch. Ah, es war auch nur eine blöde Idee. Warte mal, Straße. Die Häuser dort sehen genauso heruntergekommen aus wie der Rest des Ortes. Und keine 100 Meter weiter ist das Dorf auch schon wieder zu Ende. Gut, dann... Es muss vor Jahren hergerichtet worden sein. Aber heute sieht es eher ungepflegt und verlassen aus. Okay. Jetzt sind wir hier wieder. Tja. Was ist denn... Ach, guck mal hier. Ich habe gehört, der Geist von Samuel Gordon soll immer wieder mal im Schloss gesichtet worden sein. Das ist wahr. Bei dem schlimmen Unwetter vor 2 Wochen kam der obdachlose Joseph zu mir und bat mich, ihn hier übernachten zu lassen. Er sagte, er hätte Samuels Geist hinter einem Schlossfenster gesehen. Eine grauenhafte Fratze. Er dachte, er müsse sterben. Wahrscheinlich ist das der wahre Grund, warum keine Touristen mehr herkommen. Na klar. Daran, dass Willow Creek außer ein paar billigen Plastikleichen nichts zu bieten hat, liegt es sicher nicht. Danke für das Gespräch, Mary. Aber gerne doch. Ich glaube nicht, dass wir hier fündig werden. Also muss ich hier irgendwas übersehen haben. Das Angelinas Botschaft, geschrieben mit Geheimtinte. Die Tinte ist nun gut sichtbar. Sonntag, 16 Uhr. Ach so, das... Ich weiß nicht, was das Besondere an Willow Creek sein soll. Alles wirkt verlassen. Schauen arm, es wir uns nochmal an. Hoffentlich muss ich Darren nicht enttäuschen. Er hat mir so geholfen. Und nun hoffe ich wirklich sehr, dass ich auch ihm helfen kann. Sonntag, 21 Uhr. Murray, der Portier, ist ein verflixtes Schlitzohr. Er hat mir für jede kleine Information Geld aus der Tasche gezogen. Das mache ich nicht nochmal mit. Morgen gehe ich zur Bibliothek. Ein Stadtmuseum soll es auch geben. Vielleicht finde ich da etwas über Darrens Schloss. Montag, 11 Uhr. Black Mirror wurde im 14. Jahrhundert von den Brüdern Marcus und Mordred Gordon erbaut. Die Brüder zerstritten sich und führten sogar Krieg gegeneinander. Bis heute leben Nachfahren dieser Gordon-Linie auf Black Mirror Castle. Doch sie werden bald aussterben. Der letzte junge Gordon starb vor 12 Jahren durch Freitod. Montag, 14 Uhr. Ich habe etwas über dieses Baumsymbol, das Darren auf Reginald Boris Ring entdeckt hat, herausgefunden. Das Symbol wird in der Chronik der Familie Gordon erwähnt. Auch in der Bibliothek bin ich darüber gestolpert. Das Symbol steht für einen Geheimbund, eine Art Sekte, die irgendwelche dunklen Mächte beschwören will und dafür über Leichen geht. Was, wenn Boris einer von denen ist? Montag, 16 Uhr. Im Pub habe ich erfahren, dass die Leute im Dorf glauben, über dem Schloss Black Mirror und den Gordons läge ein Fluch. Vielleicht ändere ich das Thema meiner Diplomarbeit. Ich würde viel lieber über verfluchte Schlösser schreiben. Der gute Professor Hubbard wird von der Idee nicht gerade begeistert sein. Montag, 21 Uhr. Er ist hier. Reginald Boris ist hier in Willow Creek. Ich habe ihn eben gesehen, wie er ums Hotel geschlichen ist. Was mache ich nur? Ist er wegen mir hier? Ausgerechnet jetzt, wo ich den Gang untersuchen will. Ich lasse mich davon nicht abhalten. Aber ich werde eine Versicherung abschicken. Tja,
viele Informationen, aber irgendwie bringen sie mich nicht wirklich weiter. Im Pub ist noch nichts los. Der schließt den Stand noch nicht. Das heißt, es kann doch nur hier weitergehen. Okay, das war jetzt Zufall, dass er genau da drauf jetzt drauf zugelaufen ist. Aber das und deswegen, sie soll außerhalb der Kontrolle der Kirche, bar aller Konventionen und jenseits irdischer Gerichtsbarkeit unsere, denn wenn da die Seife guckt er vielleicht jetzt mal den Flüssigseife. Die könnte ich für das Seifenblasenspiel nehmen. Ah. Aber ich will nicht die ganze Flasche mitnehmen. Natürlich! Aber bin ich dämlich! Er will nicht, ja, toll, super. Hat er jetzt denn was? Flüssigseife. Die könnte ich für das Seifenblasenspiel nehmen. Aber ich will nicht die ganze Flasche mitnehmen. Ja, das ist. Das ist nur, weil er das nicht will, macht das so. Wo soll ich das denn jetzt drin? Warte mal, das vielleicht, womit dann schon. Ich nehme das mit, okay? Ja, okay. Ah, daran können wir nämlich dann die Seife reintun. Ja, sehr schön. Es geht doch weiter. Oh, Gott sei Dank. Und ich hatte es auch noch anfänglich gesagt, hey, halten wir uns im Kopf. Hier ist doch bestimmt, ja, Flüssigseife. Ich fülle etwas davon in das Röhrchen. Genau. Guten Morgen. Es ist, wie gesagt, schon spät. Das war's. Schon viel hinter mir. So, und jetzt brauchen wir noch Wasser. Dum, dum, dum. Das mit dem Eimerchen. Ist voll. Unser Gangster. Jetzt wieder zurück. Da wird sich Bobby aber freuen. Und als Belohnung gibt er mir bestimmt den Schlüssel. Hier, Bobby. Schau mal, Bobby. Ich habe das Röhrchen mit Seifenwasser gefüllt. Wow. Danke, Darren. Denn jetzt? Was? Ach, er stellt sich ans Fenster. Oh Gott, wie süß. Das ist meine Chance. Ja. Grunde Chilis hat er nämlich seine Ecke ausgezogen. Ja. Geht er automatisch dahin? Hab ihn. Nein. Dann Attacke. Ich dachte, ach, nein, wir müssen erst in der Nahansicht. Verehrte Museumsgäste, es ist 20 Uhr. Was? Unser Museum wird nun schließen. Wir möchten Sie bitten, sich zum Ausgang zu begeben. Wir danken für Ihren Besuch und würden uns freuen, Sie morgen ab 11 Uhr wieder begrüßen zu dürfen. Ah, fuck. Gott. Hey, Darren, wir schließen jetzt. Was? Hab's gehört. Du kannst ja morgen zurückkommen. Ja, danke, Bobby. Bis dann. Bis dann, Darren. Ganz toll. Wo sind denn hier bitte Lautsprecher? Außer da hinten in der Action-Szene. Mist. Und ich habe keinen Schlüssel für den Haupteingang. Vermutlich kann ich hier wirklich erst morgen was erreichen. Toll. Wer ist das denn? Verlasse diesen Ort! Ist das Penner? Du bringst uns alle in Gefahr! Du bist der Tod! Was? Lass mich in Ruhe! Es ist der Fluch! Der Fluch! Er wird dich holen! Na, geht's noch? Verpiss dich! Erstmal schön die Drehung beenden. Der Tod! Ich habe es ihm gesagt! Toll. Ich bin also der Tod.
Mehr hat mir dieser Ausflug bisher nicht an Informationen gebracht. Und jetzt? Zurück ans Hotel? Oder kann ich hier noch etwas herausfinden? Wo kam der denn hier gerade her? Okay, was ist mit der Regentonne? Obwohl es hier ständig regnet, ist das Fass so gut wie leer. Scheint wohl irgendwo undicht zu sein. Okay, wir können es nicht mehr anklicken zum Hotel, Museum. Gibt es da irgendwas an der Tür? Nein. Abgeschlossen. Ja. Ah, aber der Pub ist hier jetzt auf. Und der Jahrmarkt müsste jetzt zu sein. Richtig? Ah, guck mal, da sitzt er. Ach, Penner. Das ist der Penner, der mich vor dem Museum angepöbelt hat. Armer Irrer. Vermutlich hat er sich das Hirn weggesoffen. Ja, wahrscheinlich. Chili-Stand. Der Stand ist dicht. Tom meinte ja auch, dass er sich abends um den Pub kümmern muss. Genau. Und die Handtücher können wir... Selbst von hier unten lassen sich noch Flecken auf den Handtüchern ausmachen. Aber ich brauche sowieso keins. Naja, noch nicht. Aber die hängen ja nicht ohne Grund hier. Da ist ein Eimer. Jetzt bin ich mal gespannt. Ob der Pub sich verändert hat? Nein, er hat sich nicht verändert. Nur die Kameraeinstellung hat sich geändert. Und man trifft sich hier. Touristin, oh Gott. Touristin. Das kam jetzt. Eieiei. Auf den ersten Blick sieht das nach einer Menge Alkohol aus. Auf den zweiten Blick fällt auf, dass fast alle Flaschen leer sind. Würde mich nicht wundern, wenn Tom sein eigener bester Kunde wäre. Hauptsächlich englische, schottische und irische Spezialitäten. Whisky, Gin und solche Sachen. Oh, ihr setzt sich direkt hin. Guten Abend, Bobby. Hi, Darren. Hast du schon mal Samuels Geist gesehen? Nein. Und ich will ihn auch nicht sehen. Alle sagen, er ist böse. Und dass er schwarze Augen hat. Und ein ganz gruseliges Gesicht. Tom sagt, ich bin ein Angsthase, aber ich gehe da trotzdem nicht hin. Samuel ist böse. Ich verstehe. Ich gehe dann mal. Man sieht sich. Bis bald, Darren. Ich verspüre kein Bedürfnis, mich mit dem Kerl zu unterhalten. Und haben Sie noch etwas Interessantes gesehen? Ja, wir durften uns heute das Schloss ansehen. Das war echt super, total gruselig, das Gemäuer. Aber noch viel besser war das Chili, das wir gegessen haben. Das war das Leckerste, was ich je gegessen habe. Allein dafür hat sich die Reise gelohnt. Oh, das sollte ich wohl auch mal probieren. Haben Sie denn den Geist gesehen? Geister gibt es nicht. Wir haben das Schloss gründlich untersucht. Den Garten zumindest. Keine Geister. Dachte ich mir schon. Dann mal noch einen schönen Urlaub. Danke, ebenfalls. Bitte. Vielleicht haben die was gesehen. Nee. Gut, was gibt's denn? Ja, den Flipper ist klar. Ein Flipperautomat. Sieht wie alles hier stark gebraucht aus. Mal sehen. Highscore. Platz 1, Tom. Platz 2, Tom. Und so weiter. Platz 9. Vic. Interessant. Allerdings. Aschebecher. Der Aschavenboja sagen Aschebecher. Ein voller Aschenbecher. Tom hat außer Trinken wohl noch ein anderes Hobby. Ja, da qualmt sogar noch raus. Hier war da noch was. Fotos. Fotos von berühmten Persönlichkeiten, die diesen Pub besucht haben. Beeindruckend. Sogar der Bürgermeister war schon hier. Ja, immerhin.
Hoppala, sorry Freunde, da bin ich leider auf die falsche Taste gekommen. Ich wollte eigentlich auf A drücken, aber ich bin schon wieder auf dieses verdammte N gekommen. Ich muss das mal ändern. Also, ja, ich habe das auch etwas spät erst gemerkt. Wir haben uns hier die Biergläser noch angeguckt. Also er scheint wohl stilecht hier deutsches Bier ausschenken zu möchten. Und hier das Dart. Die Briten scheinen ein Talent dafür zu haben, sich Spiele und Sportarten auszudenken. Ja. Golf, Billard, Fußball, Dart und diese ganzen seltsamen Pferdesportarten. Rugby. Und hier die Karte, da hat er festgestellt, dass hier die ganzen Morde auch mit auf eine Karte gesetzt wurden. Genau. Und dann bin ich rausgegangen und habe mich hier mit dem Penner unterhalten. Ich habe dem Kerl nichts mehr zu sagen. Ja. Und er erzählt sowieso immer nur dasselbe. Du bist der Teufel, du bist der Teufel. Du habt da gerade echt was verpasst, ey. Das war so geil, ey. Es interessiert mich nicht, du Scheiße. Dein Hirn eingelegt in Alkohol interessiert mich nicht. Ja, angefangen, er auszuteilen. Lecco mio fano. So, aber Freunde, egal, Willow Creek, wir sind hier am Ende angekommen. Ich will jetzt mal eben gucken, ob wir am Hotel... Ah! Oh, hallo Miss Valley. Ach so, so schnell sieht man sich wieder. Darren, schön dich... Ja, wer hätte das gedacht? Ja. Alles in Ordnung mit Ihnen? Ich? Ja. Wieso? Wieso nicht, meine ich? Sie wirken etwas nervös. Ach nein. Ich habe nur mit Murray über... Oh, ich sehe wohl einfach nur Gespenster. Es sind nur die 12 Jahre, verstehen Sie? Nein. Wie könnten Sie auch? Sie sind ja nicht... Sie, ich meine, alle 12 Jahre passieren grausige Dinge hier. Im Ort, im Schloss, im Wald. Grausige Dinge. Ja, warte mal. Miss Valley, kann ich Ihnen vielleicht irgendwie... helfen? Ach nein, dann. Entschuldigen Sie bitte. Es ist nur viel passiert in letzter Zeit und ich dachte schon... Ich dachte... Oh, egal. Was dachten Sie? Und was hat es mit diesem 12-Jahres-Rhythmus auf sich? Es hat nichts mit Ihnen zu tun. Glücklicherweise. Ich muss weiter. Miss Valley, sehr mysteriös. Die lässt uns einfach stehen. Was stimmt mit der nicht? Sie scheint ernsthafte Probleme zu haben, die Gute. Ja. Aber die habe ich auch. Noch immer keine Spur von Angelina. Vielleicht kommt mir heute Nacht eine zündende Idee. Aha. Also, wusste ich doch. Wir gehen nämlich schlafen. Ja, jetzt wollte ich hier eigentlich Schluss machen. Der quatscht uns jetzt auch noch voll. Ja. Na, Murray. Was haben Sie da? Einen Brief. Für Ihre Freundin. Einen Brief für Angelina? Unwahrscheinlich. Wer wusste schon, dass sie hier war? So steht es aber hier. Miss Angelina Morgan, Gordon's Palace. Der Brief wurde hier ganz in der Nähe aufgegeben. Gestern vermutlich. Geben Sie mir den Brief? Er könnte wichtig sein. Das glaube ich auch. Für Miss Morgan. Geben Sie mir den verdammten Brief! Ich muss... Sie müssen sich zügeln, junger Mann. Dieser Brief ist an Miss Morgan adressiert. Und ich werde das Postgeheimnis nicht brechen, um... Murray! Angelina ist seit gestern verschwunden. Niemand im Dorf hat sie gesehen. Vielleicht ist sie entführt worden. Haben Sie schon mal daran gedacht? Vielleicht macht sie eine Tagesreise und will mit Ihnen nichts mehr zu tun haben. Haben Sie daran schon mal gedacht? Ich muss auf jeden Fall auf den Ruf dieses Hotels achten. Ich werde Ihnen den Brief nicht geben. Aber... Boah, ist das... Nein, der schließt das jetzt da hinten ein, wa? Ich wusste es. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Sir? Danke, Sie haben schon genug getan. Allerdings. Gut, Freunde, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ich möchte doch nur Schluss machen, Darren. Jetzt das war's mit meiner Nachtruhe. Ich muss unbedingt diesen Brief haben. Er bringt mich weiter, ich spüre es. Hm. Ja, und ob das wirklich so ist, erfahren wir im nächsten Teil. So, jetzt, bevor ich hier irgendwie da was anklicke, schnell Schluss machen. Bis dann, NRW über 18. Adieu.